Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Videotagebuch. Ja Leute, endlich habe ich es mal geschafft, wieder an den kleinen Fluss zu fahren. Die Bedingungen sind jetzt eigentlich perfekt, so wie ich mir sie immer wünsche. Wir hatten jetzt ein paar Tage keinen Regen, ausnahmsweise. Es war richtig heiß, jetzt ist es auch noch richtig warm. Wir haben gerade mal so 7 Uhr morgens, es ist schon bestimmt 23, 24 Grad, ziemlich schwül. Deswegen bin ich schon gut am Schwitzen nach dem ganzen Aufbau jetzt gerade. Ja, was soll ich euch sagen? Ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Es ist wie so ein bisschen wie nach Hause kommen. Und ich habe echt Sehnsucht gehabt nach diesem kleinen Fluss, obwohl er in den letzten Jahren ja lange nicht mehr so gut ist wie vor 20 Jahren oder so. Aber trotzdem macht es immer wieder Spaß, dort zu fischen, wo man es Angeln gelernt hat, ja, mit 5, 6 Jahren. Und ich fische jetzt mittlerweile schon über 40 Jahre in diesem Fluss und das ist, ja, wie soll man es sagen, da hängt so ein bisschen Herzblut mit dran. Auch wenn die Fische hier nicht die besonders großen sind, aber das ist total egal. Mittlerweile ist es schwierig, überhaupt hier ein paar Fische zu fangen, wenn man mal nur eine Nacht macht. Damals war es kein Problem, wenn man mal tagsüber ein paar Stunden gegangen ist, da hat man seine 5, 6 Karpfen gefangen. Mittlerweile muss man dafür schon eine Nacht machen, beziehungsweise fängt nur 1 oder 2 die Nacht, oder? Ihr habt es schon öfters mal gesehen, auch mal hin und wieder gar keinen. Also ich bin mal gespannt. Diesmal war ich aber besser vorbereitet, oder bin ich besser vorbereitet, besser gesagt. Ich war 2 Tage vorher füttern. Am ersten Tag habe ich nur so ein bisschen Pellets gefüttert, lösen sich ja relativ schnell auf, und eine Handvoll Boilies auf jeden Spot, oder 2 Hände voll Boilies vielleicht, so ganz wenig nur. Am zweiten Tag habe ich einen ganzen Eimer Mais, also ein Gemisch aus Mais, Pellets und Boilies gefüttert. Ist bei den ganzen Weißfischen, die hier sind, echt kein Problem. Also man muss nicht Sorgen haben, dass man dann zu viel füttert. Die fressen das alles weg und man hat ja immer noch die Wälse hier rumschwimmen, die ihr Nötigstes dazu tun. Also wenn die über die Stelle gehen, hier 2 große Wälse, dann ist von dem Futter nicht mehr viel übrig. Daher muss man immer so ein bisschen mehr füttern, muss immer die Mitesser so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ja, bestückt habe ich die Route wie immer am kleinen Fluss. Mit der ersten Route hier vorne an der einen Uferkante liegt mit einem kleinen gelben Pop-Up. Das war hier in den letzten Jahren immer der Topköder. Auf der anderen Route habe ich jetzt einen Black Diamond Boilie von R&G Fishfeed. Das ist also ein Leberfisch-Boilie, der riecht extrem. Ich will mal eher sagen, mehr nach Fisch wie nach Leber und nach Krustentieren. Also das ist ein Krustentiermehl mit drin, anscheinend. Muss den Heinz mal genau fragen, was das für Zutaten sind. Weil der duftet wahnsinnig geil nach einem richtig geilen Fischboilie. Und ich hatte den gar nicht mehr so auf dem Plan, weil den haben wir damals auch optimiert, diesen Boilie. Der hat damals noch nicht so gerochen, wie er jetzt riecht. Und jetzt riecht er also für meine Verhältnisse, also für meinen Geschmack eher gesagt, perfekt. Ja, den habe ich jetzt drauf mit dem kleinen gelben Fehkorn. Gefüttert, wie schon gesagt, also jetzt auch heute wieder mit Mais und Boilies. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sich die 2 Tage Füttern hier gelohnt haben. Also tagsüber ist hier sehr viel los. Hier ist ein Spaziergängerweg. Ich sitze hier direkt an so einem Weg. Ist nicht meine Traumstelle. Die andere war aber leider, ja, die konnte ich nicht mehr befischen, weil auf der anderen Uferseite sich Jugendliche, die gerade Ferien haben, so einen Unterstand gebaut haben und feiern da halt fast jeden Tag da im Wald. Und da möchte ich nicht genau gegenüber sitzen. Also es ist erstmal zum Angeln total für den Arsch, auf Deutsch gesagt, und dann auch zum Drehen sowieso. Und dann hat man auch nur Ärger mit diesen Halbstarken, wenn man dann sie bittet, sie sollen mal ruhig sein. Ne? Dann ist der Palaver schon vorprogrammiert, weil sie auf dem anderen Ufer sind und man ist nicht so schnell drüben, das wissen sie, und dann große Fresse, ihr kennt das. Deswegen habe ich mir gedacht, gehst du den ganzen Palaver aus dem Weg und setz dich mal an eine Stelle, die früher zwar gut war, zwar nicht so gut wie die Stelle, wo ich sonst immer war, an dieser ruhigen Stelle, wo kein Spaziergängerweg ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, was sich hier in den nächsten 24 Stunden, die ich halt nur Zeit habe, hier tut. Also lassen wir uns mal überraschen. Ich denke mal, einer sollte gehen. Also würde ich mal sagen, sehen wir jetzt im Laufe des Videos uns wieder. Ich gehe jetzt zum gemütlichen Teil über, werde ein paar Aufnahmen für euch machen und dann melde ich mich, wenn es wieder was zu erzählen gibt. Bis gleich. So Leute, wir haben 12:30 mittags und wie immer, wenn ich am Wasser bin, regnet es. Ja, das war nicht vorhergesagt. Ich habe die letzten 3 Tage so ein bisschen die Wettervorhersage im Auge behalten. Die hat sich aber echt so zweimal am Tag geändert, die Vorhersage. Und die haben für heute und morgen alles andere angesagt wie Regen. Es sollte stark bewölkt sein, 30 bis 40% Regenwahrscheinlichkeit. Okay, da habe ich gedacht, da werden ein paar Tröpfchen fallen, aber jetzt regnet es schon seit 2 Stunden. Irgendwie habe ich immer das Glück in letzter Zeit, wenn ich am Wasser bin. Ist aber auch egal. Normalerweise war so ein paar Regenschauern im Fluss immer sehr gut. Erstmal kommt Sauerstoff rein, was im Fluss ja sowieso nicht so ausschlaggebend ist wie im See. Aber mit dem Sauerstoff kommt natürlich auch Nahrung rein. Klar, weil alles, was da so am Ufer ist und reingespült wird von dem Wasser, von den Regenfällen oder auf den Blättern sitzt der Bäumen, an Insekten, das wird ins Wasser gespült. Die Fische werden auf jeden Fall erfahrungsgemäß nach dem Regen richtig aktiv werden. Aktiv sind die Döbel schon. Ich habe jetzt gerade eben meinen 4. Döbel abgehakt, habe auch eben einen Haken wechseln müssen. An meinem Ronny-Rig war die Hakenspitze krumm. Jetzt gerade, als ich den Döbel abgehakt habe, habe ich nochmal neu geworfen, war mit dem Wurf nicht so ganz so zufrieden. Dann habe ich nochmal versucht reinzukurbeln und nochmal neu zu werfen. Ja, und ich habe irgendwo reingekurbelt in einem Stein oder so mit dem Blei. Keine Ahnung, wie es passiert ist. Auf jeden Fall war es bombenfest. Also ist die ganze Montage abgerissen. Also ich schätze mal am Wirbelknoten und musste deswegen jetzt im Regen, also beziehungsweise hier konnte ich ans Zelt setzen, neu montieren. Habe dann auch die Montage neu bestückt. Mein Rig neu bestückt mit 2 Black Diamond Body und einem Fake-Horn oben drauf, weil ich habe die Hoffnung, dass die Döbel das vielleicht nicht ganz so leicht eingesockt bekommen. Aber 220 mm Body sind selbst für den Döbel kein Problem. Aber die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt, weil das Döbel fangen, das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass die Fische aktiv sind. Und normalerweise habe ich dann auch immer, wenn ich viele Döbel gefangen habe, auch einen Karpfen gefangen. Aber trotzdem macht das die Stelle unruhig, wenn man andauernd einen Döbel drillt. Deswegen versuche ich das Ganze jetzt so zu umgehen. Aber der Pop-Up, der kleine 14 mm Pop-Up, der wird natürlich immer wieder Döbel fangen. Ja, ich habe aber leider keine 24 und 30er Boilies mehr gehabt. Naja. Gut. Dann gehe ich jetzt wieder zum gemütlichen Teil über, wollte nur mal eine kurze Zwischenmeldung geben, was bisher so passiert ist, und dann sehen wir uns spätestens heute Abend wieder oder später vor der Matte. Freunde, nach 8 Döbeln zeige ich euch jetzt mal einen anderen Fisch. Der Regen hat aufgehört, deswegen kann ich jetzt mal so ein bisschen auch meinen Beifang präsentieren. Ja, eine schöne Barbe. Ist die zweite. Die erste ist kurz vom Kescher ausgestiegen. Hat nicht richtig gehakt. Ja, jetzt habe ich mittlerweile 8 Döbel und 2 Barben, aber immer noch kein Karpfen. Jetzt kommt wieder Futter auf die Stelle drauf, auf die Ruten. Ja, wird die Ruten neu bestückt mit einem neuen Poppy drauf und dann geht's weiter und dann schauen wir mal, ob es zur Dämmerung rausgeht. So Leute, es dämmert und jetzt geht's gut gestärkt in die Nacht, weil ich gerade noch was gegrillt habe. Jetzt habe ich mir den Thermacell angemacht und eben nochmal die Ruten neu bestückt. Und zwar, um so ein bisschen mehr Rot zu bekommen von den Döbeln, obwohl sie jetzt nachts sowieso nicht mehr großartig fressen. Zumindest habe ich nachts hier selten Döbel gefangen. Habe ich auf beiden Ruten jetzt 24er Boilies drauf. Und zwar einmal ein 24er Curry Boilie, den Indisch Boilie von R&G. Und auf der anderen Route einen Almighty in 24 mm und den passenden Poppy dazu. Einmal auf dem Curry Boilie einen gelben Poppy, auf dem Almighty Boilie einen pinken Poppy 20 mm. Ja, weil ich leider keine Black Diamond in 24 mm mit habe. Aber der Almighty wird es genauso gut tun, denke ich mal. Ja, die Bisse lassen jetzt nach. Man kriegt immer noch so Einschläge in den Rutenspitzen, wo die Rutenspitze mal ausschlägt. Also die Döbel versuchen jetzt noch, solange es hell ist, den Köder einzusaugen. Aber ist wahrscheinlich doch ein Happen zu groß. Zumindest haken sie nicht richtig. Und das macht die Stelle jetzt hier, oder die Stellen jetzt hier schon mal ein wenig ruhiger. Also ich habe insgesamt jetzt, glaube ich, 13 oder 14 Döbel, habe ich mir richtig gezählt, gefangen. Ja, und eine Barbe ausgeschlitzt. Also aktionslos war es bis jetzt nicht, aber bis jetzt war noch nicht der Zielfisch dabei. Die 2 Tage Füttern haben natürlich die ganzen Weißfische auf den Plan gerufen. Hier gerade der Mais und Pellets und so ein Kram. Das lockt natürlich immer wahnsinnig Weißfische. Ich hoffe mal, dass ich heute Nacht hier keinen Wels drauf bekomme, weil hier ist das eine oder andere Hindernis flussabwärts. Ja, und ein Wels, den stoppt man erstmal nicht mit der Karpfenrute und die ziehen natürlich dann sofort da rein. Da müssen wir mal gucken, ob ich das dann so hinbekomme, falls dann mal einer ablaufen sollte hier. Ja Leute, da gibt es gar nicht mehr lange was zu quatschen, sondern der gleiche Spruch wie in jedem Video. Entweder sehen wir uns gleich vor der Matte oder morgen früh. Guten Morgen Leute, ja die Nacht ist rum, wir haben mittlerweile schon ja so 10:30 morgens. Hatte bis jetzt keine Lust zu drehen, weil ich ein bisschen deprimiert war. Es fing ja gestern so gut an mit den ganzen Beifängen und ich habe gedacht, ich war eigentlich mir sicher, da geht die Nacht was. Es ist doch was gegangen, aber nicht das, was ich mir erhofft habe. Und zwar habe ich heute Nacht um, ja so, muss so 1, halb 2 gewesen sein, einen verhaltenen Lauf bekommen. Das heißt also normalerweise, wenn hier ein Karpfen beißt, dann pfeift der so ab, dann hat man fast einen Dauerton, ne? Und der zieht dann halt komplett die Strömung runter. Da war es anders. Das wäre erstmal so ein Rumgepiepe, also zwischen normal ein Vorwärtslauf und ein Fallbiss. Aber ganz langsam und dann ist er ganz langsam abgezogen, als wenn halt was in der Schnur hängt oder so, ne, hier was reingetrieben ist, raus, nehmen die Rute auf Und dann hat das am Ende der Schnur gemerkt, dass es gehakt worden ist. Es war nämlich ein Wels. Und dann ging die Post ab, kann ich euch sagen. Der hat eine Flucht gemacht. Das Ganze ging echt nur, nachdem ich die Route aufgenommen habe, vielleicht so 10 Sekunden. Mehr nicht. Der hat eine Flucht gemacht vom Allergemeinsten. Ohne dass ich überhaupt was machen konnte. Und ich konnte ihn gar nicht stoppen. Habe die Hand auf die Spule gehalten, um so ein bisschen abzubremsen, die Flucht. Aber keine Chance. Und dann ist er ausgestützt. Der Haken war noch tipptopp. Auch der war auch noch scharf. Ich habe den jetzt noch weiter gefischt. Davor, so ungefähr um 11 Uhr, 11, halb 12 oder so, hat zweimal ganz laut geklatscht. Da bin ich aus dem Zelt rausgegangen. Das hat sich angehört, als wenn hier einer eine Arschbombe reinmacht. Raus, weil ich dachte, das sind vielleicht irgendwelche Halbstarken, die jetzt gerade Ferien haben, die sich da so einen Scherz erlauben, die hier irgendwas reingeworfen haben oder selbst ins Wasser gesprungen sind. Kann ja alles passieren, wenn man hier so an so einem Spaziergang sitzt, in der Nähe einer Stadt oder eines Dorfes. Raus, konnte ich nichts sehen. Da stehe ich noch draußen. Normalerweise leuchte ich nicht nachts mit der Lampe rum, also ins Wasser oder sowas. Dann sehe ich, aber ich kann die jetzt ziemlich runterdimmen, die Lampe. Dann habe ich aufs andere Ufer geleuchtet. In dem Moment ein riesen Schwall und das typische Aufklatschen einer Wallerschwanzflosse. Also da hier gestern so viel los war in Sachen Weißfischen, ne? Also wie gesagt, 13 Döbel und 2 Barben. Und das ganze Futter, was ich hier eingebracht habe, über jetzt mittlerweile 3 Tage, wenn man den Angeltag mitzählt, hat sich wohl der ein oder andere Waller hier eingefunden, obwohl die Stelle normalerweise hier eigentlich wallerfrei war. Ich hatte noch nie Probleme gehabt, dass ich hier irgendwie Waller hatte oder so, oder Waller gefangen habe, oder dass sie gejagt haben. Das war eigentlich fast nie hier so. Und wenn, dann nur ganz kleine, so um die 80 cm. Das war aber eine andere Kategorie. Ja, und auf jeden Fall haben die Jungs natürlich auch Bock auf die Weißfische und das Futter gehabt hier und haben sich dann hier aufgehalten. Ich weiß nicht, ob es 1 oder 2 große Wälse waren, dann ist auch meistens Feierabend in Sachen Karpfenfang. Jetzt ist es genau so, wie ich mir es gedacht habe. Die sind noch immer hier. Die sitzen auf jeden Fall noch hier, wenn es mehrere sind. Weil ich hatte seit heute Morgen, obwohl ich jetzt wieder auf den Pop-Up gewechselt habe, der gestern andauernd im Stundentakt Döbel gebracht hat oder einen halben Stundentakt, eher gesagt, habe ich noch keinen einzigen Zupfer gehabt. Obwohl ich jetzt eben nochmal nachgefüttert habe, also heute Morgen als hell wurde, habe ich nachgefüttert, habe den Poppy drauf gemacht, habe sogar kleinere Köder wieder drauf gemacht, also 20 mm Black Diamond Bowlie mit einem kleinen Pop-Up oben drauf auf der anderen Uferseite, die auch die ganze Zeit unter Futter steht und trotzdem nicht einen Zupfer. Ja. Es ist manchmal anders, als man denkt, aber das ist Angeln, das bleibt dann immer spannend, ne? Es ist halt nie so, wie man das plant. Kann man auch nicht. Aber damals war es halt so, vor 10, 15 Jahren, da war es dann immer noch so, da brauchte ich mir keine Gedanken zu machen, ob ich einen Karpfen fange oder nicht. Da war halt nur die Frage, wie viele fängst du, ne? Aber der Bestand hier ist so in den Keller gefahren, oder ich weiß nicht, woran das liegt. Normalerweise habe ich hier immer mindestens einen Fisch fangen können um die Jahreszeit, wenn die Bedingungen so waren, wie sie gestern waren und ich war vorher 1, 2 Tage füttern. Naja, ist egal. Letztes Mal hat es ja geklappt am See und jetzt mit, ja, es waren nur 13 Döbel, ne? Es war aber kein erfolgloser Tag, auch wenn der Zielfisch nicht dabei war. Eine schöne Barbe, eine leider verloren, die war genauso groß ungefähr. Ja, ich kann nicht sagen, ich habe nichts gefangen, es war ein schöner Tag. Also Leute, ihr kennt mich. Ich will jetzt auch nicht auf die Kacke hauen hier und sagen, ja, ich war scheiße und so wie die anderen Karpfangler das machen, weil ich keinen Zielfisch gefangen habe. Nein, für mich war es trotzdem ein spannender, schöner Tag an meinem Lieblingsgewässer und konnte den einen oder anderen Fisch fangen, auch wenn es nicht der Zielfisch war. Von daher alles gut, alles gut. Ja. Für mich geht es jetzt nach Hause, weil es ist Regen angesagt in den nächsten 1, 2 Stunden und ich möchte das Zelt hier jetzt noch trocken nach Hause bekommen, ohne dass ich das in der Garage wieder ausbreiten muss und trocknen muss. Sobald das Video jetzt beendet ist, fange ich an hier aufzuräumen und einzupacken und dann geht's ab nach Hause. Ja, und dann in 4 Tagen geht es wieder ans Wasser, aber an die Nordsee. Da fahre ich mich mit dem Heinz Wolfsbarsch angeln, da freue ich mich schon tierisch drauf, wieder den Wolfsbarschen auf die Schuppen zu rücken. Ja, solltet ihr mal ausprobieren, kann ich nur jedem empfehlen, weil die kleinen Biester oder die Wurstbarsche an sich, die haben ja bestimmt 5 bis 10 Mal so viel Power wie andere Fische in der Größe und das macht einen Heidenspaß, also kann ich nur jedem empfehlen. Vor allen Dingen, wenn ihr noch begeisterte Spinnenangler neben dem Karpfenangeln seid, dann ist das für euch wahrscheinlich genau das Richtige. Also, ich freue mich darauf. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Schaut mal in die Videobeschreibung rein. Da steht immer das aktuelle Tackle drin, was ich in der jeweiligen Session so benutzt habe. Und einen Link zu meinem Merchandise-Shop, wo man hier so einen schönen Hoodie bekommt mit meinen neuen Logos. Oder mit meinen neuen Motiven, eher gesagt. Mein Logo bleibt ja gleich, aber ich habe neue Motive entwickelt. Ja, und dann würde ich sagen, geht raus ans Wasser, ballert was auf die Matte. Ich drücke euch wie immer die Daumen und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.